Heute lernen wir wahre Tatsachen über das Tapir. Als die anderen Tiere davon hörten, dass Herr Tapir vor dem Aussterben stand, entschlossen sie sich, ihm einen Besuch abzustatten, um zu sehen, ob sie ihm nicht ein paar Ratschläge auf den Weg geben konnten. Tiger war der Erste, und er sagte, »Du hattest doch so bezaubernde Streifen, als du noch ein Baby warst. Du solltest sie behalten, wenn du größer wirst. Dann werden die Leute dir sicher mehr Aufmerksamkeit schenken.« Tapir legte seine Zeitung beiseite und sagte, »Oh, Streifen sehen doch irgendwie ein bisschen kindisch aus, findest du nicht? Ich meine, für ein Baby ist das okay, aber als Erwachsener nimmt einen keiner ernst.« »Hm«, sagte der Tiger, »ich habe Streifen und die Leute nehmen mich ernst. Weißt du, was ich gestern gemacht habe? Ich habe eine Antilope gerissen und anschließend ihre Gedärme gefressen, während sie noch gelebt hat. Sie hat angefangen herumzuschreien. Da habe ich ihr das Gesicht abgebissen.« »Oh, du alter Scherzkeks«, sagte Herr Tapir. Aber es war offensichtlich, dass seine Aufmerksamkeit bereits wieder dem Ausschneiden von Zeitungsgutscheinen galt. Als nächstes kam das Schwein. Und das Schwein sagte, »Du bist ein Pummelchen, Tapir, aber du solltest versuchen, fett zu werden. Also wirklich richtig fett. Ich bin fett und die Menschen lieben mich.« Das Tapir zögerte. »Aber sie essen dich.« Das Schwein nickte wissend und sagte, »Weißt du, mir ist es gleich, ob die Taube auf dem Dach oder den Spatz in der Hand.« Das Tapir sagte, »Ich glaube nicht, dass du weißt, was das überhaupt bedeutet.« Aber das Schwein lächelte verständnisvoll und antwortete, »YOLO«. Anschließend ließ es einen fahren und verschwand rückwärts aus dem Raum, während es ein tiefes »Uh« von sich gab, um mysteriös zu wirken. Als nächstes kam der Elefant. »Tapir, du solltest diesen Rüssel, den du da hast, weiter wachsen lassen, wie ich es gemacht habe.« Herr Tapir sagte, »Meine Fresse, versteht das nicht falsch. Aber es war schon eine Heidenarbeit, ihn so hinzubekommen, wie er jetzt ist. Noch länger und es wird echt peinlich.« »Peinlich?« sagte der Elefant. »Weißt du, was ich gerade gemacht habe? Das Wasser aus einem Kinderplanschbecken gesaugt, ohne in die Knie gehen zu müssen, die Hälfte davon getrunken und auf den Boden geschissen, um den Rest als transportables Bidet zu verwenden.« »Was ist denn ein Bidet?« sagte das Tapir, bereute die Frage jedoch zugleich, als der Elefant eine Live-Demonstration zum Besten gab. Der Zirkusbär war als nächstes an der Reihe und sagte, »Tapir, ich glaube, ich habe die Lösung. Entertainment. Komm schon, gib mir ein Lächeln.« Herr Tapir lächelte und der Bär sagte, »Wir sollten das mit dem Lächeln lieber lassen. Hast du irgendwelche Tricks drauf?« Das Tapir zuckte mit den Schultern. »Naja, ich dachte, dumme kleine Hobbys sind für ein ausgewachsenes Tapir nicht besonders angebracht. Einen Trick kann ich schon.« Und der Bär klatschte in die Hände. »Na, dann zeig ihn mir«, sagte er. »Alles klar.« »Oh, oh Mann, ist das... Oh, oh, okay, tja, das ist der Trick. Naja. Ich glaube nicht, dass das mein Publikum sehen will, aber ich kenne ein paar Bären mit einer Live-Webcam-Show, die das vielleicht interessiert.« Das Tapir wurde rot. »Naja, ich habe eigentlich gar kein Internet. Kreuzworträtsel sind mir schon abenteuerlich genug.« Als nächstes kam Herr Vogel. Aber Herr Vogel ist ein Idiot, daher wird er hier nicht zu Wort kommen. Das Nilpferd jedoch sagte, »Tapir, ich habe gehört, du kannst schwimmen. Du solltest mit uns abhängen und im Wasserloch rumgangstern. Die Leute lieben das.« Das Tapir lächelte. »Ich will ja nicht prahlen, aber in meiner Jugend war ich hin und wieder als Kunstschwimmer aktiv. Ich weiß also, wie man es den Leuten zeigt.« Das Nilpferd runzelte die Stirn. »Das ist nicht wirklich das, was Gangster so machen, Tapir. Gestern musste ich ein Krokodil töten, das ich in meinem Arsch verbissen hatte.« »Naja«, sagte das Tapir, »diese Art von Rangelei ist im Becken ja aber eigentlich nicht gestattet. Und im Übrigen würde ich mir bescheuert vorkommen, wenn ich den ganzen Tag meinen Badeanzug tragen müsste.« Und Herr Tapir sagte, »Danke, aber nein danke«, zu all den Tieren und schloss die Tür hinter sich, um die Heute-Show zu gucken. Denke immer daran, wenn du niemals ein Risiko auf dich nimmst, wie das Tapir, wirst du irgendwann vielleicht einfach verschwinden.